Hey, ihr Höhlenmensch da draußen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Ja, wir sind heute wieder in unserem Haus und ich habe das hier ein bisschen verändert. Ganz, ganz viele von euch haben mir geraten, hier entweder Schilder hinzumachen oder gar nichts. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich finde, das jetzt sieht wirklich wie eine schöne kleine Schreiberecke aus. Es stört nicht, wenn man dann hier hochgeht und so weiter. Finde ich wirklich sehr, sehr cool. Und ja, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie die Zukunft hier auf dem Server sein wird. Es gibt derzeit so viel Stress und Hass und... Hier habe ich mein Recherchebuch, wo ich immer alles eintrage, wenn etwas in dieser Stadt geschieht. Und ich laufe eigentlich nur noch 24/7 mit dem rum und es ist echt ein bisschen stressig. Dann gucken wir jetzt einfach mal in unser Briefkasten. Ich habe schon gesehen, dass wir hier zwei Bücher haben. Ich weiß noch nicht, um was es geht. Und zwar nehmen wir uns erstmal das Buch von German Let's Play. Setzen uns hier hin und lesen das mal. Von German Let's Play. Ein kleines Werbegeschenk des angehenden Bürgermeisters German Let's Play. Ich würde mich über deine Stimme freuen. German Let's Play. Stimmt, das könnte ich jetzt in dieser Folge machen. Ich packe das Buch mal hier rein. Bevor ich jetzt aber wählen gehe, gucke ich mir nochmal hier das Buch an. Und zwar von Seronica D. Ninja Dienste für Bums Doggy. Angebot: Spionage 1 Dia, Diebstahl 3 Dias, Meuchelmord 10 Dias. Regeln: Erstens, bezahlt wird im Voraus und bar auf die Hand. Zweitens, jeder Auftrag muss zuvor individuell mit dem netten Ninja deines Vertrauens besprochen werden. Keine Aufträge per Schild oder Buch. Drittens, Aufträge, die gegen das Ehrgefühl des netten Ninjas deines Vertrauens verstoßen, werden abgelehnt. Viertens, scheitert ein Auftrag, so werden die Dias dem Auftraggeber zurückerstattet und der nette Ninja deines Vertrauens muss Seppuku begehen. Ich weiß nicht, was Seppuku ist, ich schätze mal Selbstmord. Fünftens, Auftraggeber, profitieren von der Ninja-Schweigepflicht, Anonymität. Noch Fragen? Du findest den netten Ninja deines Vertrauens hier. Minus, okay. Gut, dann wissen wir das auch. Ich nehme hier jetzt mal das Buch mit. Und zum Glück ist das jetzt noch ein neues. Das alte Notizbuch ist schon komplett voll. Dann gehen wir einfach mal zum Rathaus und fangen mal an zu wählen. Es ist schwer, hier jemanden aus der Stadt zu finden, der wirklich noch vertrauenswürdig ist. Bei dem man noch sagen kann, hier passiert nichts. Und die Bäckerei, die soll ich auch noch auffüllen, schließlich bin ich ja auch noch nebenbei Bäcker. Aber es passiert in letzter Zeit immer so viel. Und ja, dann gehe ich jetzt einfach mal hier ins Rathaus. Die Wahlkabine müsste offen sein. Genau, Wahlraum. Ein Buch nehmen und es danach signieren. Werfe deine Antwort, dein Richter. Umfragezettel. Chemlitz Le... Ah, wählt ein Bürgermeister aus den drei Favoriten. Okay, also wurden jetzt schon drei. Nehme ich mein eigenes. Dann wurden schon drei Leute quasi. Also es wurde ja schon länger gewählt. Und es gab ja dann schon drei Leute, die quasi zur Wahl anstanden. Also muss ich einen von den drei Leuten hier wählen. Und wie gesagt... Es gilt das Wahlgeheimnis und deswegen möchte ich hier auch nicht sagen, wen ich wähle. Und ich signiere das jetzt. Wahlzettel. So. Endgültig signieren. Und dann werfe ich das jetzt mal rein. Gut. Was wir aber tun könnten ist... Wir gehen jetzt in die Armenu-Kirche und dann gucken wir da einfach mal nach, was eigentlich der Armenu-Gott sagen würde, wer Bürgermeister wird. Mich würde einfach mal die Glaubhaftigkeit dieses Automatens oder beziehungsweise dieser Beschaffenheit, was die dazu sagen. Was ist das hier? Hüpfburg. Ah, hier entsteht eine Hüpfburg, okay.
Ich muss einfach mal nachfragen, weil es mich echt interessieren wird, ob die Person gewinnt. Und ich denke, dass diese Person eine Person ist, der man vertrauen kann und der man nicht irgendwelche Wörter in den Mund legen muss, dass sie auch ordentlich handelt. So, dann gehen wir da einfach mal hin. Ich habe das Ganze noch nie gemacht, deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Und es tut mir leid, dass gestern keine Aufzeichnung kam, aber ihr wisst, Leute, es ist so viel hier los und ich brauchte einfach mal einen Tag Pause quasi. Generell, aua, das tat weh. Generell, weil ich bin hier total viel beschäftigt und muss hier natürlich deshalb einiges machen. Ameno, wo seid ihr ein Jahr? Aber ich habe jetzt keinen Zettel dabei. Das ist doof. Ja, egal, Leute, dann würden wir sagen, den Quarzblock zur Ehrlichkeit, den werfe ich jetzt hier ein. Und meine Frage kommt... Oh, wer kommt hier? Okay. Oh, dann töten wir jetzt erstmal. Und wir werfen den Quarzblock jetzt erstmal ein. Und dieser steht für eine ganz besondere Frage, die ich in meinem Herz trage. Und ich gucke einfach mal, ob Ameno ja oder nein zu dieser Frage sagt. Ameno prophezeit hier ein Nein. Okay, das Ganze hier. Ich habe ein Future Camp dabei. Das Ganze hier kann ich nochmal festhalten. Ameno. Das Ameno-Orakel. Ich finde es wirklich sehr mysteriös und ich hoffe einfach mal, dass das, was ich hier als Antwort bekommen habe, für mich in meinen Gedanken, dass diese Antwort von Orakel her, von dem Orakel her, einfach falsch ist, denn ich hoffe, dass es doch ein Ja ist und ich hätte auch gehofft, dass Ameno uns für das hier ein Ja gibt, aber das tut es nicht. Das macht mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Und ja, also wie gesagt, es gibt jetzt auch eine Detektei, die quasi jetzt, also unsere Zeitung expandiert. Was ich auch eben noch vorhatte, ist, wir haben noch kein Krankenhaus. Ich werde nochmal mit Herr Bergmann reden. Ich bin der Redakteur bei der Zeitung From the Future und arbeite da immer sehr tatkräftig mit. Also das ist somit mein Hauptberuf. Nebenbei dann eben auch noch hier in der Detektei. Das habe ich schon mit Herr Bergmann abgeklärt und so weiter. Also ich erforsche natürlich in jeder Ecke dieses Landes und möchte natürlich auch für Ordnung sorgen und tut mir leid, ich bin total verkühlt von den ganzen Strapazen, die hier passieren, von diesen Bakterien, die hier rumschwirren, ganz schlimm. Und ich werde auch auf jeden Fall auf jeden Einzelnen hier in dieser Stadt das Auge haben, das Auge richten, das Auge wird immer bei euch sein. Und ich weiß echt nicht, wie ich das handeln soll, aber ich muss sagen, ich hatte da schon eine kleine Idee. Und zwar hätte ich ganz gerne, da muss ich das eben noch mit meinem Chef klären, Herr Bergmann, ich hätte ganz gerne eine, naja, wie soll ich sagen, Krankenhausstelle noch mit dazu. Ich möchte, dass From the Future expandiert, dass es eine From the Future Zeitung gibt, dass es eine From the Future Detektei gibt und dass es noch ein From the Future Krankenhaus gibt. Es gibt hier in dieser Stadt keinen Arzt, es gibt gar nichts, ja. Ich konnte zum Glück noch den letzten Arzt wegen meiner Wunde hier im Kopf, den konnte ich zum Glück noch aufsuchen. Der ist leider aus der Stadt gezogen. Jetzt muss ich eben gucken, dass das Ganze hier jetzt ein bisschen koordinierter läuft. Und ich glaube, ich spreche hier im Namen für all die ganzen Mitbürger in dieser Stadt. Wir brauchen ein Krankenhaus. Und ich denke, dass ich da auf jeden Fall mit From the Future einen richtigen Schritt gehe. Ich werde das jedoch noch abklären, bevor ich das offiziell mache und bevor ich sage, ich möchte hier jetzt ein Krankenhaus gründen, aber ich möchte, dass wir auch eine, wie soll ich sagen, ich möchte einfach, dass es etwas ist, wo man sagen kann, From the Future macht Sinn. From the Future soll eine große Kette werden
die so viele Dinge anbietet. Ich möchte einfach, dass From the Future groß wird. Und derzeit sind wir eben noch bei unserer Zeitung und bei der Detektei, aber wer sagt denn, dass dies nicht größer werden kann? Little Future geht's gut. Auch wenn ich seit Tagen immer den gleichen Traum habe. Immer schwirrt er noch in meinem Kopf rum und das macht mich immer noch total fertig. Also, seitdem ich diese Vision hatte, steht bei mir hier immer noch dieses Totenpferd und ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch für heute noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht oder einen schönen Morgen und macht's gut und ciao.